Auf in den vierten Tempel der Schattenwelt. Stirb! Okay. Nein, ich hab's nicht so gemeint. Hey. Mal sehen, was uns hier erwartet. Nein, nein, nein. Diese Dinger verwandeln uns Hasen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe sie schon mal gezeigt. Das ist ganz blöd. Für eine gewisse Zeit halt eben. Geht nicht auf. Da unten ist eine Truhe. Komm ich nicht ran. So, da unten rennen irgendwelche komischen roten Typen rum. Und da ist eine Kiste. Da komme ich wieder hoch. Das heißt. Hi, Schleimi! Tot, Schleimi! Gut. Das heißt, ich springe einfach mal in den Tod. Hey, du! Ich weiß gar nicht, was du kannst. Nichts offenbar. Das guckt mich an. Vase! Und hier haben wir die Karte! Sehr schön. Mal gucken. Also ein großer Stockwerk, so ein ganz kleiner im Keller und einer oben. Okay. Moment. Ich bin Treppen runtergegangen, um in diesen Tempel hineinzukommen. Und das Ding hat noch ein Untergeschoss, das ist klar. Ich bin jetzt im mittleren Stockwerk. Das heißt, dass da oben müsste eigentlich auf der Ebene von Kakariko liegen. Folglicherweise müsste eigentlich in Kakariko irgendwo ein Tempel stehen. Oder zumindest Teile des Tempels. Okay. Ich habe keine Ahnung. Du kannst schießen. Blöder Kerl. Ich dachte, ich kann mit meinem Schild die abwehren. Du kannst Feuerbälle abwehren. Bitte. Kann ich nicht? Oh Gott, ich hasse so etwas. So. Ich sehe es schon kommen. Ich würde mich hier unglaublich verlaufen. Definitiv. Blöder Schleim. Da ist eine große Tür. Ja, ich brauche einen großen Schlüssel. Für den Kack. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der Tempel ist. Ich glaube, das ist einer von den relativ kurzen. Allerdings verwirrenden. Verdammt. Nicht getroffen. Hier gibt's Bomben. Hier gibt's Geld. Gehen wir mal hier runter. Hier kann man wieder hoch. Das bringt gar nichts. Außer, dass man wieder oben ist. Komm her, du roter Feuerboy. Pfeil! Brauche ich nicht. Ich könnte Bogen ausrüsten. Zack. Einmal durch dich hindurch. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Danke. Da oben ist ein Skelett. Da ist eine Truhe. Da geht's hoch. Hey, Skelett. Ja. Dunk. So. Nein, 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 nein. Danke. Oh, einen roten Rubin. Dunk. Mana. Hier ist noch irgendwas? Nee. So. Muss ich irgendwas mit euch machen? Komm um die Ecke. So, ich sehe was. Geh weg. Geh noch mehr weg. Danke. Da ist was. Hier. Und zwar, wir sehen, diese können wir auch öffnen ohne Bomben. Ich habe die ganze Zeit auch ignoriert, weil ich meine, ich hatte genug Bomben, aber trotzdem. Also mag ich das Geräusch der Bomben, wenn sie explodieren. So, mal gucken. Und wir sind hier. Das ist total sinnvoll. Hier nehme ich Bomben, weil ich glaube, ich sonst runterfalle. Zack. Hi. Boah,
10 Rubine. Ich bin so begeistert. Oh Gott. Und hier haben wir 5 Rubine. Wieder so ein Tempel, wo man viel Geld kriegt. Geld. So, jetzt habe ich mich verlaufen. Ab sofort. Da unten ist noch eine Tür. Gang. Was auch immer. Da könnte ich mal versuchen. Miau. Mir gefallen diese Übergänge unten drunter, auch wenn ich die total nervig finde. Ja, das hat sich irgendwie widersprochen. Das sollte auch so sein. So, mal gucken, wie wir da runterkommen. Da kommt man rein, da kommt man nicht durch. Das heißt, wir müssen wohl doch hier irgendwo hindurch. Ich nehme einfach mal an, dass das der kürzeste Weg ist. Gott, was ist heute los? Tut mir leid, immer wieder diese kleinen Huster, aber, ja, kann nichts dafür. Ach, was tue ich denn? Glück gehabt. Aber wer hat ein Herz fallen lassen? Danke. No! Oh, verdammt. Na gut. Geh mal das Häschen los. Ich bin kein Angsthase. Dö. Dunk. So. Da können wir rein. Das sehe ich. Geh weg, du blöder Feuerstrahl. Die Schleimis sind total nervig. Aber gut. Moment. Doch, jetzt bin ich richtig. Hier kann ich öffnen. Und den Kompass. Kisten. Da oben ist ein Boss. Sonst sind keine Kisten. Na gut. Oder keine Kisten, die ich jetzt bis jetzt übersehen habe. So muss man es ja sagen. Okay. Hier noch irgendwas? Pfeile. Nichts. Aber jetzt kommen wir hier und an diese Kiste. Und hier haben wir den großen Schlüssel. Jetzt schon. Geht ja ratzfatz. So. Jetzt können wir hier hoch. Hier rein. Und dann gucken, wo wir die Bosstür hatten. Also nicht die Bosstür, sondern die für den großen Schlüssel. Die war nämlich hier irgendwo. Betonung liegt auf irgendwo. Habe ich schon mal erzählt, dass ich einen schlechten Orientierungssinn habe? Ich bin zwar... Danke. So, da oben ist die Tür. Da kann ich hoch. Nee. Tschüss. Hui. Egal. So.
So. Da oben sind... Also die komme ich nicht rein. Ich habe keine Schlüssel. Da komme ich nicht rein, weil... Because it is. So. Hier, eine Schlüssel. Hey, ich nehme an, die Tür ist zum Zurückkommen. Interessanterweise sind die Vasen... brauchen einen Wurf, um diese Typen da zu töten. Mein Schwert braucht zwei, genau wie der Bogen. Das heißt, die Vasen sind stärker als mein Bogen. Und mein Schwert. Oder genauso stark wie Schwert und Bogen gleichzeitig. Kann ich mit euch irgendwas tun oder seid ihr einfach nur da? Zum Nerven. Ich glaube, ihr seid einfach nur zum Nerven da. Wer das Ding da umlenkt. Ja, ihr seid nur zum Nerven da. Hättet mir auch sagen können. Komische Bubbles. Achso, ihr hängt zusammen irgendwie. Diese Dinger können wir übrigens mit dem Pulver besiegen. Indem wir... Au, au. Uns von ihnen zweimal treffen lassen. Warten, bis sie herkommen. Nochmal treffen lassen. Ich will es zeigen. Ich hasse das Pulver. Weil das Pulver einfach bums zu kontrollieren ist. Und dann gehen sie kaputt und können eventuell auch Feen droppen. So, haben wir das auch erledigt. Ihr seid garantiert auch nur einfach zum Nerven da. Davon gehe ich jetzt einfach mal stark aus. Was sagt denn die Karte? Ja. Schöne Karte. Sieht interessant aus. Gut. Da kann ich rein. Das war offen. So, euch mal niedermähen. Auf Feuer seid ihr immun. So. Ihr backt da voll rum. Finde ich nicht so gut. Aber okay. Das Ding ignoriere ich jetzt einfach mal. Und gehe mal da hoch. Schlüssel habe ich nicht. Doch, habe ich. So. Karte. Wo geht's? So, da geht's hoch. Okay, aber ich will erst einmal den da. Weil ich möchte da rein. So. Was bringt mir das jetzt? Außer ein bisschen Geld. Hopp, komm her. Komm her, du Knubbel. Komm her. Danke. Das brachte mir nichts. Hier bin ich wieder hier. Und hier dürfte ich zurückkommen. Nein. Boah. Moment. Okay. Schalten wir euch mal gemütlich einer nach dem anderen aus. Wird's ein bisschen Bumerang. So. Hier ist eine Druckplatte. Die dürfte mich jetzt wieder rausführen. Ich guck mal, wo es dahin geht. Ah, hier geht's hier hin. Hier kriegen wir nochmal 10 Rubine. Da geht's zurück. Zumindest nehme ich das an. Und wir gehen mal da runter. Und da ist ein riesiger Stein, der Riesignis. Du bist tot. Komm, den einen nehmen wir mit. Fehlt ja ein Pfeil. So. Zack. Hier den
können wir offenbar noch nicht bewegen. Den da offenbar auch nicht. Ich hasse diese Laufbänder, muss ich da mal ja gerade sagen. So, gut, dass wir uns den Schlüssel aufgehoben haben. Aber ich will trotzdem erstmal darüber. Mal gucken. Da ist eine Vase. Gott, ich sehe schon, ich verlaufe mich garantiert. Da ist noch ein Gang. Ja, ist ein Eingang. Hier bräuchte ich einen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel dabei? Nö. Ich glaube, das war dumm. Oder? Ach nee, ich komme da durch ohne Schlüssel. Huch. Ah! Da ist eine Frau. Hi, Frau.